Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. Wir werden eine Challenge zocken, und zwar wird das sein, Isaac was good today. Huch, Maus noch rausnehmen. Ostets ab, wir sind gebläst, fliegen, machen ein bisschen mehr Schaden und haben ein bisschen mehr Life, heißt, ne? Wisst ihr, wie viel Isaac normalerweise hat? Seine drei Herzen. Jetzt hat er halt fünf. Oh Gott. Wo kommen wir? Hier ist schon mal der Boss. Geld, Geld, mein Geld und... Ach, was soll's, wir gucken rechts auch nochmal hin. Mal gucken, vielleicht ist da ja noch irgendwas Schönes. Weiß man ja nicht. Naja. So ein Fleischklumpen und das Geldraum. Ah, eine goldene Truhe. Oh. Komm hier. So, jetzt sind wir voll live. Und gehen zum Boss. Und dann gucken wir mal, was uns da erwartet. Eine Sekunde, ich muss mich mal ganz kurz anders hinsetzen. Jetzt knatscht es ein bisschen. So. Oh, es sind die grünen Larry Jr. Die schießen jetzt auch noch. Weg. Weg. Bam. Und bam. Sehr schön. Oh, und wir kriegen jetzt mal noch für mehr Schaden. Und noch mehr Life. Sehr schön. Durch die Stammzellen. Und dann geht es ab in die nächste Ebene. Sorry, ganz kurz mein Handy. Aus Wrath. Mein Gott, dann hau doch nicht ab. Komm her, stell dich mir wie ein Weichling. Bam. Bam. Und wieder hat er seine eigene Bombe abgekriegt. Mohaha. Tja. Ah, schade. Komm. Ach. Ist doch nicht dein Ernst. Komm halt her. Und dann geht er down. Und wir kriegen ein Space-Tasten-Item. Mr. Bomb. Das heißt, wir haben jetzt eine Bombe immer gratis. Das nehmen wir natürlich erstmal mit, sondern wir müssen was anderes finden, was besseres. Ups. Und Schlüssel. Bombenklubsch, jetzt glaubst du das genau. So, das ist ein Herz, das brauchen wir nicht. Das ist ein Opferraum, nehme ich auch nicht Bücher. Schade. Hab gehofft, dass das Book of Revelations drin ist, aber das ist es leider nicht. Naja, gut, dann gucken wir mal weiter, was hier noch so auf uns wartet. Schnell das Feuer ausmachen, bevor die Hopper da reinhüpfen. Kein Bock hier auf irgendwelche Feuerhopper. So, Schlüssel nehmen wir mit. Weiter geht's. Cool. Ich hasse so viele von euch. Durchgepackt. Wahaha, ich bin besser als du. Pille und Friends till the end. Und zum Boss. Famine. Los, opfert euch.
Ja, das Damage Upgrade macht sich schon bemerkbar, das kann man nicht anders sagen. Ray. Bam! Wir kriegen die 1,5 Herzen wieder, die wir verloren haben. Und Cube of Meat natürlich, falls ein apokalyptischer Reiter war. Und damit auf die nächste Ebene. Unruhe. So, danke. Uncool. Mann, warum reagiere ich denn heute so schlecht? Kann es doch wohl nicht sein. Na komm. Lass dich treffen. Danke. Na Mensch, jetzt komm mit her. Aha, und nix, natürlich nicht. Zu denn auch. Ja, warum war ich denn noch so Hammarsch? Gott, was war das denn? Hallo? Kriegt euch mal ein bisschen ab. Meine Güte. Stirb ist richtig, glaube ich. Oh nein. Sind diese doofen Pussys. Ups. Komm, du Pussy. Ja, eine Pille. Und es ist Luck up. Na also, es geht doch. Ich werde nochmal nach oben gucken. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich gerne in A, volles Leben hätte und B, vielleicht die Möglichkeit habe, dass da noch irgendwas Wichtiges, ja, wichtig ist. Egal. Man kann sich ja auch bei sowas gut verschanzen. So. Yay, und wir sind wieder voll. Uncool, geh weg. Und du auch. Yay, und ich glaube, wir haben. Ja, ich glaube nicht, nur ich weiß, wir haben genug Geld, um in den Geldraum zu gehen und uns da ein Item kaufen zu können. So, einer weniger. Lass das. Das ist schon mal kein Geheimraum. Aber gut zu wissen. Ui, und noch mehr Geld. Noch eine Münze. Und weiter geht's. Nach oben. In der Hoffnung, da ist der Geldraum zwischen. Aufschließen. Ganz viel Zeug mitnehmen und schnell raus, weil da noch die Bombe war. Und dann da oben. Und die Treasure Map. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Geheimraum gefunden. Da. Oh, die ist natürlich besser. Bob's Rotten Head, die nehmen wir natürlich mit. Ja, das ist eine schöne Giftbombe, die wir dem Gegner dann entgegenwerfen können. Und ja, das reicht eigentlich schon als Erklärung. So. Jetzt noch... Ja, ach scheiße drauf, jetzt gehen wir zum Boss. The Husk. Oh, eine kleine Version. Bäh. Verrückt. Au. Du bist voll uncool, habe ich dir das schon mal gesagt. Fliegt jetzt die ganze Zeit nur durch die Gegend und macht da seinen vertikalen Scheiß. Sein Allround-Pack da. Oh Gott. Es waren ganz viele bescheuerte Fliegen. Bäh, ihr seid dumm. Und ein Speed-Update. Nein, ein Shoot-Speed-Update. Und runter. Und wir springen und fallen. Ja, und sind tot. Curse of the Darkness. Na, wie klasse ist das denn bitte? Oh, sehr schön. Beide nebeneinander explodiert und damit haben sie sich selber gejagt. Und runter. Ein Arcade Room, den ich nicht mitnehmen werde, ganz bestimmt nicht. Bin auch nicht doof. Verschleuder mein Geld. Was für ein Glück, dass der Mietklumpen da gerade im Weg war. Ich muss mir angewöhnen, ein bisschen lauter zu sprechen. Ich habe nämlich einen Bettler. Meiner. Oh.
mehr. Give me more. Na los. Ein Herz. Das brauche ich aber noch nicht. Nein. Los. Jetzt komm schon. Sei doch nicht so ein miese Peter. Und noch ein Herz. Brauche ich aber auch noch nicht. Na komm. Gib mir doch mal was Gutes. Danke. Life Update. Upgrade. Update. Oh, noch ein Bettler. Dem geben wir auch noch Geld. Was soll's. Oh. Noch ein Herz. Na komm. Ein Schlüssel. Eine Bombe. Und die Spitzhacke. Die nehmen wir aber nicht mit. Wir bleiben beim Kopf. Yay. So, einer down, einer noch. Oh, eine Treubombe. So, da kann ich nichts machen. Und das ist die Lust. Uah. Das ist heute fix unterwegs. Das kleine Mistvieh. Böse Lust, ganz böse Lust. Noch tot ist er. Kriegen eine Pille. Yay, eine Lackpille. Noch mehr Glück, sehr schön. So, hier braucht man nichts. Hier liegen auch noch zwei Herzen. Waren wir da unten schon? Ja, genau, da war der Arcade Room. Okay, dann nach oben. Und nach links. Nein. Klopsis. Das sind verdammt hässliche Klopsis. Ich weiß nicht mal, welche Schüsse welche sind. Also, das heißt, ich weiß nicht, welcher meiner und welcher der von denen ist. Weil halt alles rot ist. Ach, Mann. Noch ein Bettler. Na, das ist ja mal geil. Das ist ja hier ein Bettler-Run. Na, gib mir was. Wie jetzt? Nimmst mein Geld und gibst mir nichts, oder was? Ja, toll. Jetzt gibst du mir für das ganze Geld, was ich dir gerade gegeben habe, gibst du mir jetzt einen Schlüssel, oder was? Da stelle ich mich hin. Da stehe ich gut. Kommen sie nicht ran. Aber sie versuchen es trotzdem. Ist das nicht süß? Ein Schlüssel und weiter geht's. Tod. Und ein Herz. Das Herz brauchen wir nicht. Wir gehen weiter zum Bus. Und das ist Gertie. Gertie, ja. Da bin ich. Ich werde jetzt einfach mal nach vorne und nach hinten fliegen, da kann er mich nämlich da nicht treffen. So, jetzt ist er vergiftet. Zusätzlich hat er die Bombe halt abgekriegt. So, und ich bewege mich mal nach vorne zurück. Solange wir die Steine haben, eigentlich ganz cool, dieser Raum. So, jetzt ganz fix Gertie kalt machen. So, Gertie down. Schnell die Puste in den Kill. Soul Heart mitnehmen. Und natürlich das Life Upgrade. Und mal ganz kurz reingucken, ob da noch irgendwas Interessantes ist. Nö. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Also ab auf die nächste Ebene. 2, 4, 6, 8 Herzen und ein Soul Heart. Das ist doch schon mal eine schöne Anfangssituation. Mal gucken, mal gucken. Nein. Ihr wollt's mir doch rollen. Yay. Ach, jetzt haben sie sich alle gesplittet. Na, wenigstens kommen sie mir jetzt nicht mehr so nah, wie ich das nicht mag. So, und so. Und einen Schlüssel, den wir mitnehmen. Oh Gott. Schnell die böse Puste killen, die Puste killen. Dann gehen wir noch da unten. Und dann die linke. Oh, eine Bombe, sehr schön. So, hier werden wir uns zum Geheimraum reinspringen. So, hoffentlich ist da ganz viel Geld. Da ist wirklich ganz viel Geld. Das gefällt. Und dann zum Bettler. Ich finde das mit dem Bettler immer noch besser. Karte. The Hangman mal wieder. Bringt uns gar nichts. Kann ich eigentlich gleich benutzen. Also man sieht ja auch weder in irgendeinem Effekt noch sonst was. Was haben wir da?
The Moon. Ich glaube, die teleportiert uns in den Geheimraum oder so. Ich bin mir nicht sicher. Two of Hearts. Sehr schön. Die ist doch viel, viel besser. Jetzt gib mir mal bitte was Vernünftiges. Schon wieder The Moon. Nee, dann nehme ich lieber die Herzkarte. Jetzt gib mir doch mal was Vernünftiges. Ein Item. Item. Gib mir ein Item. Kein Schlüssel. Böser Bettler. Ach, jetzt wird's mich doch ärgern. Oh, noch eine Karte. Two Spades. Keys verdoppelt. Warum auch immer. Wofür auch immer. Oh, sehr schön. Aber er kann uns wenigstens kein Geld abnehmen. Mal das Positive sehen. Ah, nerv. Ja, du nervst mich. Und deine Kackhosen. Aua, Kackhosen auch. Nein, nein, nein. Oh, noch mehr Geld. Und wieder was für Bettler. Bettler, Junge. Gib uns jetzt bitte mal, mir bitte mal ein vernünftiges Item. Ach, noch ein Key. Ich brauche keine Keys. Ich will ein Item, so ein Life-Upgrade oder sowas. Ist doch gar nicht. Du willst mich doch wohl verarschen, oder? Ich glaube, der will mich verarschen. Bäh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aha. Und nochmal die Spades. Haben wir noch mehr Schlüssel. Ist das nicht toll? Machen wir mal. Gucken mal. Oh, der Skeleton. Wir haben 99 Schlüssel. Ist das nicht schön? Down. Die schreien so, die blöden Mistviecher. Das ist direkt vor mir.